in Australien mit den neuen Ballermännern. Also mit den richtig dicken 300ern. Schön auf Banteng und Krokodil. Ja, und ich streife hier so durch die Pampas und sehe hier auf einmal einen gewaltigen Banteng. Vierer Banteng. Und doch noch gekriegt. Er ist mir nämlich gerade ein bisschen abgehauen. 126. Ja, das war der erste. Und der hat nicht gereicht. Ist das der Hammer? Der erste Schuss hat nicht gereicht. Auf der Asina 300 auf 75. Nee, Moment. War das der erste? Okay, das war der erste. Das war der erste Schuss auf 180 Meter. Das ist aber auch natürlich auch, das ist aber auch sehr fies, ey. Das ist auch sehr fies. Wirbelsäule knapp verfehlt, aber dafür das linke Schulterblatt getroffen. Zum Glück dann nochmal nachschießen können und immerhin eine Goldwertung auf dem Banteng. Und da hinten blöken die anderen Banteng. Also richtig, richtig krass. Ja, wie gesagt, mit dem dicken, fetten Ballermann jetzt hier unterwegs. Ein paar Dreier hatte ich auch schon erledigt. Ein paar Krokos sind auch hier. Sechser, Siebener Krokodile. Ab Stufe 7 lübt das ja hier mit dem neuen Ballermann. Wir gucken gerade nochmal eben rein in das Setup. Das kommt eben weg. So, wir haben dabei klein angefangen die neue Strandberg, die mit Flintenmunition, ne? Also von 1 bis, wie man halt lustig ist. Also alles dabei. Dann als nächstes natürlich, das ist auch der Hammer, ne? Jarnberg, auch richtig krass. Einfach die Pistole mit dem Kaliber 45 bis 70. Ja, ballert gut rein. Wirklich viele Einsatzbereiche, wobei ich damit auch noch gar nicht auf einen Neuner geschossen habe. Das können wir gleich mal machen. Das teste ich gleich mal. Schön auf dem Banteng mit der Pistole. Und natürlich hier die Asina. Richtig, richtig nice. 7 bis 9. Und da haben wir schon den Banteng. Und der Banteng denkt sich dann, Nuna, na, Alten, was haben wir denn hier? Und da gehen wir mal rein jetzt hier mit der Pistole. Close. Ich mache mal das Scope ab. Und da gehen wir jetzt einfach mal gleich rauf, wa? Da probieren wir doch mal unser Glück. Da hinten haben wir noch einen Vierer. Ach du Schande, Alter. Okay, ich nehme doch mal eben schnell den Ballermann. 75 Meter. Alter, es reißt einfach zu krass hoch, ne? Es reißt einfach zu krass hoch. Aber der müsste gut getroffen haben. Das ist ein Dreier. Es reißt zu krass hoch, ey. Hammer. Hammerhart. Ja, aber es ist natürlich cool. Ach, apropos hochreißen. Gibt es eigentlich noch irgendwo was, womit ich meine Skillpunkte verbessern kann? Dass das nicht so übelst abreißt hier. Oder einfach No-Scope. Kabam, kabam, kabam. Könnte auch gehen, ne? Warte mal, wir hatten doch gerade noch... Ich hatte doch gerade noch ein Level-Up. Was hatten wir denn? Vorteilspunkte haben wir hier. Vorteilspunkt. Pistole... Flinte, jetzt könnte ich natürlich bei der Flinte reduziert den Rückstoß aller Waffen. So, endlich. Endlich sind wir da. Schnellere Folgeschüsse. So, 3 Punkte da rein. Das wären die nächsten 3 Punkte, ich sage dir. Siehste, es kann doch jetzt nur besser werden. Und da liegt er auch schon. Ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Der Riesen-Banteng. Vierer. Ja, siehste. Close. Alter, der hat aber auch einen Wanst. Mann, 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 Mann. Rabams. Schwarz. Goldwertung. Mächtiges Tier. Krass, 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 krass. Vor Monaten noch so Auerochsenartige Dinger gesehen auf der Weide. Das kommt dem ja schon richtig nahe. Hammer. Mit auch wieder 126, wie der andere. Rabams mitgenommen. Noch nichts Größeres dabei. Jetzt nochmal schnell hier gucken. Was sagen die Krokos? Siebener Kroko. Ja, können wir auch mitnehmen.
Also hier ist, also ich glaube, man sieht, was hier abgeht. Hier unten waren wir ja schon, das ist ja schon ein bisschen länger. Und ich bin trotz allem nochmal hier hingereist, weil der Wind auch gut stand. Bin hier nochmal hochgelaufen. 1, 2, 3, 4 Kills noch schon gemacht. Und ja, also hier die Küste. Wenn man mal so ein bisschen was Dickes wegballern will, ist das schon krass. Kann man schon machen. 190. Sollen wir nochmal auf Salzwasserkrokodil? Ja, aber gehen wir mal auf 150 Meter. Besser wäre natürlich immer hier schön mit so, also auf 150 Meter maximal. Und dann mit dem Tripod. Habe ich den dabei? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich bin auch zu schwer gerade. Ja. Ich bin auch zu schwer gerade unterwegs. Wobei ich ja eigentlich keinen Caller brauche. Hier für die Tiere braucht man ja eigentlich keinen Caller. So, bevor er abhaut, direkt auf 150 Meter genullt, Scope drauf, ran. Mhm, das üben wir nochmal. So, ran. So, und den nehmen wir jetzt, 7er, schön hinter den Vorderlauf. Da vorne ist das Bein, knapp dahinter. Hat er sich gerade gestreckt. Und direkt nochmal einen hinterher. So, er ist schon bei 25%. Zweimal darf man ja mal draufholzen. Alter, was für ein Ballermann, oder? Was für ein wilder Ballermann. Die Dinger jetzt hier schön. Und dann die, das könnte man eigentlich auch machen, ne? Diese anderen, das ist ja auch dieser Militärwaffen-Style. Einfach mal so ein Komplett-Pack zusammenstellen mit den ganzen Militärwaffen. Könnte man doch eigentlich auch machen. Übrigens hier in der gesamten Region, hier sind so viele Banteng, auch im Hinterland gerade noch gewesen, ne? Das ist schon krass. Also ich muss hier auf jeden Fall mal mehr rumrennen. Ihr seht, minimal, hab ich ja ein bisschen rumgeschnörkelt, alle meine ersten Schreibübungen gemacht. Und minimal hier erst quasi die Map entdeckt und ich muss erstmal hier alles entdecken. Ist aber geil, ich sage dir, einfach mal wieder mit einem frischen Jäger rein in das Game, macht schon immer wieder Bock. So. Andererseits muss ich auch sagen, es fühlt sich auch gut an, wenn man dann, wie jetzt zuletzt in im Yukon, wenn man da so eine Region mal so richtig weit erforscht hat und man hat die ganzen Bedürfnisgebiete, dann ist das natürlich auch richtig cool. Und dann haben wir hier irgendwas faucht hier. Escape. Wir nehmen den mal schnell an. Nicht, dass da gleich einer aus dem Wasser geschossen kommt. Irgendwer faucht doch hier schon. Und der Hund ist da am Rumfiepen und am Fiepen. Ich gehe einfach mal weiter. Kommt da was? Kommt nix, ne? Kriegt man schon Schiss. Komm, Hund! Sonst wirst du gleich weggesnackt. So, jetzt nochmal weiter hier. Es sieht so krass aus. Es sieht so krass aus. Könnte schon fast so asiatisch auch ein bisschen sein, ne? Das wäre auch mega cool. Überleg mal, hier so die ganzen so Bambuswälder, Felsen. Und dann bist du auf so einer asiatischen Map. Ist so Banteng nicht auch irgendwie asiatisch? Das wäre doch der absolute Burner auch. So, oh, da kommen sie schon wieder zurück. Dreier, Einser, Einser. Oh, hä? Zweier, da oben. Dreier nehmen wir gleich mit. Und da hinten war noch was. Nochmal ein Dreier. Weißt du was? Wir warten hier noch ein bisschen. Auf die so sehr vorsichtig sind. Und dann mal eben gucken. Von hier haben wir gut 150 Meter. Ja, dann können wir doch gleich hier schön draufholzen. Auf die Band hängen mit 150. Guck mal, zwei Dreier da. Eng beieinander. Soll ich die kriegen? Die sollte ich doch kriegen, oder? Mittlerweile jetzt schon den ersten Skillpunkt drin. 150. Alter, schon wieder hier gefettfingert. Aber nur. Da. Zoom mal raus. Das sind doch jetzt hier die beiden, ne? Dann nehmen wir die beiden jetzt hier. Hey, was ist da los? Er ist hängen geblieben. Lol, er bleibt einfach hängen am Baum? Mit seinem Geweih? Oder hat er einfach eine Macke gerade? Er hat eine Macke, ne? Er hat einfach eine an der Schüssel gerade. So, wait. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Damit ich dir die Breitseite auch geben kann. Guck mal, er ist schon hier vorne. Wir nehmen erstmal ihn.
Und das war direkt Herz. Bam, bam! Und die anderen hauen natürlich ab. Wobei, man kann natürlich auch noch ein paar Einser mitnehmen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Kohlen und ein bisschen Level. Irgendwann muss ich auch mal die Skillpunkte hier voll haben. Was eine Wumme. Und da kommen wir auch schon zum Schlachtfeld. Und es sieht wild aus. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier passiert? Wer ist denn hier rübergefahren? Abgefahren. So, Trophäe mitgenommen. Weibchen. Oder? Ja, aber trotzdem Silberwertung auch. Also, das passt doch. Next. Oh, way. Nee, mach mal keinen Scheiß. Muskelschädel? Nee. Oh, fuck. Ich hab ihn kaputt gemacht. 123er. Die Goldwertung zerschossen. Nee. Wie ist das denn passiert? Bestimmt der Wind hier vom Meer aus und so. Alter, was geht hier ab? Komplettes Massaker. Goldwertung 123. Alles mitgenommen. Sämtliche Innereien. Und das Ganze zweimal. Der konnte gar nicht drüber nachdenken, wie schnell er umgekippt ist. Viel zu schnell. Bam. Goldwertung mitgenommen. Das heißt, jetzt liegt hier auch immer noch jemand. Und jetzt schicken wir auch ein bisschen den Hund los. So, feini. Dann hat er auch ein bisschen was zu tun wenigstens. So, da hinten liegt er auch schon. Jawohl, abgefahren. Ja, mit der Schussfolge und wenn dann natürlich die Skillpunkte drinne sind, dass man ohne so viel Rückschlag und Rückstoß direkt einen nach dem anderen draufjubeln kann, dann macht das natürlich auch Bock. Ne? Dann geht da auch einiges, weil der Rückschlag ohne diese Skillung, puh, Hammer. Ja, aber auch das passte doch. Immerhin noch einmal getroffen. Ich habe, glaube ich, zweimal drauf geschossen. Und weiter geht's. Ich laufe noch ein ganzes Stückchen hier hoch. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht und was hier noch alles kommt. Ja, muss man sich halt angucken, ne? Aber ich nehme trotz allem auch alles mit. Ah. Way, wer bist du denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind die Kühe jetzt hier. Die Weibchen. Und hier sind noch mehr Weibchen. Jetzt könnte ich natürlich einen auf den hier machen. Oh, da ist noch ein Zweiermännchen. Der war ein bisschen daneben. Jetzt muss ich nochmal... Der war besser. Der war ein Arsch. Und nachladen. Kann ich die noch? Habe ich die noch im Blick? Ja, ist die hier vorne. Ja, und... Das war nochmal in die Lunge. Die war zu hoch. Der müsste getroffen haben. Und wieder leer. Oh, und ich bin komplett leer. Nein! Ja, jetzt stehe ich hier natürlich, ich Amateur. Und kann jetzt natürlich nur noch mit dem Ballermann hier rumrennen. Nach der ganzen Eskalation. Mädels, jetzt bleibt mal stehen hier, bitte. Okay, die ist nicht getroffen. Die ist getroffen. Verdammt, ne? Was willst du denn jetzt mit dem Ding machen? Na siehste, aber mit dem Ding auf die Entfernung, no scope, immerhin nochmal einen tödlichen Treffer gelandet. Den rettenden Schuss sozusagen. Schnell mitnehmen und dann auch alle anderen einsammeln. Da war er nochmal. Zack, 122er, genau, mit der Jarnberg. Nochmal schön in die Lunge, aber leider dreimal beschossen. Das machen wir nächstes Mal besser. Ja, gerade nach so einem Massaker ist es natürlich super praktisch, hier auch mit dem Hund. Da kann man natürlich viel schneller, feini, viel schneller alles wieder finden. Zack, Silberwertung, A-Schuss, aber vorher Lunge und Leber. Sehr gut, immerhin. Und da unten liegt auch direkt der nächste. Die Bantengs. Wild. Wild, wild, wild. Wilde Viecher. Nochmal eine Silberwertung. Gut getroffen.
Ja, das passt doch. Alles No-Scope war das jetzt gerade, ne? Das ging noch ganz gut. So, jetzt aber mal ein bisschen entspannt. Wie gesagt, ich habe nur noch diesen Ballermann jetzt hier. Beziehungsweise natürlich nochmal die Flinte, ne? Vielleicht mit der Flinte und Slug-Munition. Gucken wir mal. Ja, jetzt geht's wieder runter an den Strand und ich gucke gerade auf der Map. Ich vermute mal, dass hier vielleicht eine Base ist. Das wäre natürlich richtig schick. An so einer Bucht. Da so ein Häuschen. Tipptopp, ey. Das wäre doch was. Na guck. Salzwasser-Kroko Stufe 6 und 7. Und nochmal 6, 7. Na, 150 Meter. 150 Meter. Kriegen wir das mit der 1? Die ist, glaube ich, nur auf 100, ne? Ne, 150 auch. Mit der Slug. Aber dann nur mit ein auf diesen hier. Ob das was wird, ey? Ich glaube nicht. Auf 150 Meter ist das doch schon. Das machen wir nicht. Aber ich gehe mal in die Nähe und gehe mal so auf 100 Meter ran. Ja, schon wieder Warnruf hier. Von einem 6er auf 75 Meter. Oh, vielleicht von dem Stein aus hier vorne. Das könnte doch fast passen. Oder ich muss bis zu dem Baum wegen dem Hügel jetzt. Aber das könnte doch schon gehen. 100 Meter. Der Hund ist schon am Rumfiepsen, dass ich irgendwas verscheuche. So, das 7er ist dahinter. Liegt jetzt genau noch einen 6er. Wir haben eine Entfernung jetzt von ziemlich genau 100 Metern. Bisschen Abstand am Baum vorbei. Da ist das 7er. Der Schwanz vom 6er ist im Weg. Das ist schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich probiere es trotzdem. Wir sind auf 107 Meter. Ich gehe mit der Pistole rein. 107 Meter. Jetzt ist der Schwanz gerade weg. Direkt mal reloaden. Was ein Krach, oder? Was ein Krach. Was ein. Und der andere denkt sich, nanu, Alter, was ist hier passiert? Was macht das hier für ein Krach? Auch nochmal in die Lunge rein. Puh, weg mit der Pistole. Ist das der Burner, ey? Da ist der 7er. 75%. Er ist noch fit, Alter. Der ist noch komplett fit. Was ist denn Ditte? War das wieder nix hier? Komm, ich geh mal hin. Gewehr raus. Zack, zack, zack. Doch, da hinten kommt einer rauf. Da reicht auch jetzt No Scope, falls einer aus dem Wasser gesprungen kommt. In dem Nahkampf rein. Einfach mal zum Wasser rennen. Und warten, ob mich einer angreift. Alter. Okay, hinten sieht alles gut aus, ist aber auch schon wieder zu weit. Oh ja, Baby. Weiter geht's, da haben wir noch einen 6er. Wir sind ja auch ein bisschen weiter am Land gerne mal. Aber so passt's. Der 7er war nix. Mies. Der 7er war nix, ey. Den haben wir auch noch. Einfach mal hier ein bisschen rumrennen. Genau, Hundi, lauf mal schön durchs Wasser. Vielleicht lockst du ja was an. Der war einfach nicht getroffen, ey. Goldwertung. Doch, da ist er, der 7er. Siehste, doch gut getroffen. Ich wollte schon sagen, ein wenig irritierend. 856 und man braucht
2015. Pui. Da geht aber was. Oder den anderen nicht getroffen? Der Hund knurrt schon die ganze Zeit. Doch, da ist der Anschuss. Aber nichts Wichtiges. Also, der war wahrscheinlich einfach zu flach. Der war zu flach, vielleicht einfach nur in die Seite reingeschossen. Na, Hund? Er knurrt die ganze Zeit. Ach, lass ihn mal kommen. Ist aber auch so nichts zu sehen, ne? Nichts zu markieren. Das wird schon. Aber man ist schon ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen in Spannung. Kommt einer aus dem Wasser geschossen oder nicht? Wie in so Gruselfilmen, Alter. Ist hinter der nächsten Tür, ist da jemand oder springt mich die Leiche gleich an? So ein Ding. So. Haben wir hier noch ein paar Bandhängen und ein paar Krokos? Ja. Oh, beides. Noch ein Siebener. Oh, der sieht aber klein aus. Noch ein Fünfer. Alter, hier ist ja so eine richtig krasse Bucht. Und wait a minute, da oben ist die... Ne, ist doch nur ein Aussichtspunkt, oder? Wobei nicht so wirklich. Okay, hier muss ich auf jeden Fall hoch. Das ist ja krass, ey. Und da sind noch die Bantengs. Und noch ein Kroko, ein Fünfer, siehst du. Schön oben im Wald, ey. Das ist ja wild. Sechser. Siebener, Sechser. Boah, erstmal hier ein bisschen reinrennen. Und da kommt er an. Uhuhuhu. Ist doch nicht dein Ernst. Arschuss. Nee, doch. Das war der Siebener von da drüben. Hab ich ihn noch erwischt? Und ich denke mir gerade so, ach komm, da drüben, vielleicht könnte ich doch noch die Fünfer hier rausnehmen. Dann können die vielleicht irgendwann mal groß rüber spawnen und auf einmal fängt es an zu platschen hier. Doch nicht mehr so ganz mitgerechnet. Und ich habe ihn aber trotzdem doch neu erwischt. Ich wollte schon sagen, komplett verballert. Bisschen schlecht draufgeschossen, ist ja okay, aber komplett. So. Und? Zweimal getroffen, siehst du, aber nichts Besonderes. Zum Glück aber dann, zum Glück mit der Slug Money und nochmal ein Arschuss. Zum Glück mit der Slug ordentlich dann reingeholzt. Die hauen natürlich auch mächtige Löcher rein, ne? Ach, guck immer. Fall mal nicht runter, Alten. So. Gibt es hier hinten irgendwas? Ist das ein Fluss? Also, jetzt sind natürlich die Krokos hier vorne alle weg. Ja, wobei, da ist noch der Siebener. Oh, war da auch noch was? Ne, das sind bestimmt die Spuren hier unten. Und das war's. Krasse Area. Sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Hammer. Hammer-Szenario. Sehr, sehr cool gemacht. Und da gibt's auch noch eine Höhle oder was? Nee, ne? Ja, da gucke ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Aber wir lassen uns das Ganze hier erstmal... Das Ganze muss erstmal ein bisschen beruhigen. Ist das hier... Ist das nur so eine Aussichtsplattform oder was? Und dann ist hier vielleicht noch eine Base. Yo. Das hier ist einfach... Oh, guck mal hier. Rotfuchs, Fünfer. Noch ein Banteng. Was ist denn hier los, ey? Die chillen hier. Jawohl. Die Dixies haben wir auch. Das ist tatsächlich nur so ein Infospot. Yo, du bist heute nicht dran.
Ocean Caves, alrighty. Ja, nice. Nice, nice, nice. Da muss ich aber trotz allem eben noch ein Stückchen weiter. Und es geht in Richtung... Ich renne erstmal grob in die Richtung hier rauf. Und dann bekomme ich hoffentlich eine Info, ob hier oder da eine Base ist. Alter, ich komme den Berg hier oben rauf. Und sehe eine fette... Banteng Gang. 200 Meter... Und der Mief geht genau in die Richtung. Nochmal einen Vierer. Vielleicht bekomme ich den nochmal. Ganz gutes Geweih. Ganz gutes Geweih. So, jetzt müssen wir echt nochmal einen Bogen laufen hier. Okay, der Wind ist immer noch mies. Aber es passt schon. Wir müssen deutlich weiter. Der Vierer liegt. Das ist schon mal gut. Die sind jetzt nicht irgendwie auf der Flucht oder so. Ich habe leider keinen Geruchsneutralisierer mehr. Katastrophe. Deswegen muss ich auch ein bisschen mehr rumballern. Ich brauche einfach Cash. Ich brauche einfach Cash in der Tasche. Und dann lübt der Lachs auch wieder hier. Oh wait, guck mal da. Yo, 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 yo. Noch ein Vierer. Alter. Ja, ich bin ja gleich da. 180 Meter. Ich sneak mich da mal ran, wa? Und dann am besten mit der Slug-Munition und der Flinte. 4 Schuss sind drin. Und gib ihm. Circa 120 Meter noch. Beziehungsweise 115 ungefähr für den anderen. Probier mal jetzt hier das Teil als Busch, als Tarnung. Sieht gut aus. Sieht auch sehr gut aus. Lol, sind die weg? Ist das der Burner? Ist das der Burner? Da robb ich mir hier einen heißen und krabbel hier. Oh, sie sind doch nicht weg. Und krabbel mir hier einen zurecht. 120 Meter. 100 Meter. Und da ist noch einer. Das sind 4 Vierer. 1, 2 und dann der. Komme ich näher dran? Oder auf 120 Meter? Erster Schuss. Zweiter Schuss. Und in der Zwischenzeit, okay, jetzt steht er schon, der nächste. Ich robb noch mal ein bisschen näher ran. Jo, jetzt stehen sie gerade richtig gut, ey. Bis auf die Bäume. Aber ich glaube, die fangen an zu laufen. Ja, die wandern auf einmal los. Auf knapp 100 Meter. Da muss ich jetzt rein. Ja, ich bin ja gleich da. Oh, wow. Jetzt drehen die auch noch ab. Sag bloß, die kommen zu mir. Nee. Der war voll verschossen. Der hat getroffen. Aber ich glaube, schlecht getroffen. Kann schon gar nicht mehr anmarkieren, ey. Aber der Sound ist cool, ey. 75. Oh, Alter, beide schlecht getroffen. Da müssen wir hinterher. So, da vorne der eine struggelt schon so ein bisschen. Der wurde auf jeden getroffen. Aber jetzt muss der zweite Schuss... Der muss jetzt ein lebenswichtiges Organ treffen. Ja, hier waren auch Blutspuren neben mir von dem anderen. Bedeutet, die waren jetzt beide nicht so richtig erfolgreich.
Da vorne ist die Gang. Es sind die Schwarzen, die ich suche. Nein, da stellt sich die Helle davor, das Weibchen. Okay, das müsste passen. Ja, yep, auf 50% jetzt schon. Da ist der tödliche Anschuss. Und da ist noch jemand. Das war nochmal ein A-Schuss. Und da ist noch die andere. Und getroffen. Und passt. Nicht nochmal hinterher schießen. Müsste reichen. Puh, das war jetzt ein bisschen tricky. Ich hoffe, die passen noch von den Wertungen. Der eine Otto rennt immer noch da hinten rum. Der war wirklich schlecht getroffen. Er kippt oben. Da können wir den jetzt auch nochmal gänzlich verschießen. Also, Goldwertung. Zweimal getroffen. Schulterblatt, aber trotzdem Lungenflügel. Ich weiß, das ist immer der erste, was ist der zweite. Ich verhau mich da immer. 22 Meter. Und das ist 23 Meter, ja lol. Okay, Goldwertung auf jeden Fall mitgenommen. So, jetzt die beiden anderen. Alter, mit der Flinte ist aber auch nicht so schlecht, ey. Rabam! Kann man mal machen. Kann man mal machen, ey. Da muss ich noch ein bisschen auf Flinte gehen, wa? So, da liegt der nächste. Ich hoffe, der ist einigermaßen sauber noch geschossen. Ja, yep. Goldwertung. Also, erster Schuss auf 100 Meter. Auch ein bisschen zu hoch. Ja, ein bisschen verrissen, ein bisschen zu hoch. Oh, relativ knapp an der Dia vorbei. Schönes Ding. Und der zweite dann nochmal final in die Lunge. Sehr gut. Und der dritte Ottokar. Komm, Hund, darfst du auch mal ein bisschen wieder was machen. Der dritte muss ja jetzt gut zerlöchert. Ich würde sagen, 3 oder 4 Treffer müssten da drin sein. Im Idealfall. Wenigstens habe ich dann getroffen. Jo, wo bist du hin? Ach, guck mal, der ist noch da abgebogen. Alter, ich wäre jetzt aber marschiert ohne den Hund, ne? Der ist nach hier abgebogen. Oder ist das wieder ein ganz anderer? Wer bist du denn jetzt? Nein, so schlecht habe ich den getroffen. Bin ich auf ein Kaninchen getreten aus Versehen? Ne, da oben ist er tatsächlich. Lol. Das ist aber schon mal ein großes Kaninchen noch. So. Ja, feini. Komplett versemmelt. Dreimal getroffen. A-Schuss. Wirbelsäule. Wirbelsäule. Okay, komplett lost. Komplett lost. 122er. Banteng. Abgewertet von Gold auf Silber. Komplett zersiebt, das arme Ding. Und hier ist tatsächlich die Base. Ah, siehst du. Da ist Licht aufgegangen. Das heißt, wir gucken mal, was uns auf dem Weg dahin noch... Alter, wie es hier wieder aussieht, ne? Wie es hier wieder aussieht. Sehr, sehr, sehr krass. Ja, gucken wir mal, was bis dahin noch alles passiert. Ja, wahnsinnig viele Bantengs hier. Richtig, richtig nice. Das wäre natürlich was. So ein schöner Grind auf dem Albino-Banteng. Den würde ich ja mal... Ja, den würde ich mir auch aufstellen, ne? Albino Banteng. Oder so ein Mela. Überleg mal. Dann steht hier auf einmal so ein wilder weißer Bulle rum. Krass. Aber ich glaube, dafür musst du hier einiges wegholzen, ne? Einiges rausnehmen. Und es waren ja tatsächlich bisher auch wirklich recht viele. Also es waren ja wirklich viele, auch viele Männchen dabei. Gar nicht so schlecht, ey.
So, jetzt sind wir hier wo? Im oberen Bereich. Hier ist nochmal so ein... Lol. Da war gerade schon... Da war gerade schon ein Männchen, was gebrunftet hat. Ein Dreier. Da scheinen also noch mehr zu sein. Wahnsinn. Aber bis auf Füchse hier, heute in der Area. Also Fuchs, Banteng und Salzwasserkrokodil. Sonst bisher hier noch nichts gesehen. In dieser Area hier. Oh. Und hier gibt es ja noch einiges. Also ich habe hier, also hier kann ich ja noch, hier kann ich ja noch lange rumrennen. Und finde regelmäßig was, was ich bisher noch nie geschossen habe. Emerald Coast. Ah. Was haben wir denn hier? Banteng. Banteng. Erstmal gucken, später mal gucken, wie das aussieht mit den Zeiten. Wieder siehst du die nächste Gang. Also hier ist wirklich viel los. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen eskalieren. Und offenbar kann man auch die Weibchen, die jetzt hier, einer, zweier, die kann ich wohl auch einfach rausnehmen, ne? Ich meine, würde ja auch Sinn machen. Es spawnt ja nicht für einen Weibchen einen... Es spawnt ja nicht für ein Weibchen ein Männchen nach. So wie ich das verstanden habe. Nur die Einser... Ach komm, ist schon da. Nur die Einser-Männchen oder die Low-Männchen, die sollte man stehen lassen, ne? Damit dann irgendwann... Ich weiß gar nicht, ob das hier auch geht. Aber so Herdenmanagementsmäßig, wenn ich das so richtig verstanden habe. Die Lowies stehen lassen und die High-Level rausballern. Die Mid-Level alle rausballern, so. Alter, auch schick. Nicht schlecht. Was ist das hier, Garage? Das ist einfach offen. Was habt ihr denn hier gemacht? Hier ist die Mülltonne und direkt daneben die Küche? Oh. Oh. Was halte ich davon? Naja, wenn das hier 40 Grad im Schatten ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, lol, ey, ihr werdet ja auch immer geiler. Ach komm, ihr seid ja drauf, Alten, und das Ding ist voll am Abzappeln. Alter, wie sie drauf sind. Wie sie drauf sind. Ja. Waren da gerade Spuren im Haus? Krokodilspuren im Haus? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen das Ding mal entern. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wo ist das Kroko? Kein Kroko. Gar nichts da. Alter, was eine Base. Was eine Base. Ja, krass. Schick gemacht. Schicker Laden. Das erste, was ich allerdings brauche. Sind Munition. Und die finden wir hier draußen wieder. Finden wir nicht? Hä? Hä? Bin ich dumm? Lol, ist hier extra noch ein Eingang? Really, really? Alter. Komplett übertrieben. Komplett übertriebener
Weapon Room, Alden. Spur untersuchen. So. Ja, sehr, sehr, sehr abgefahren. Also, ich muss echt noch ein bisschen mehr hier auf der Map rumrennen. Auf jeden. Auf jeden Fall. Aber das war doch schon mal richtig nice. Jetzt nochmal ordentlich Munition nachlegen. Eigentlich alle Größen. Aber natürlich auch diese hier. Brauche ich die mit mehr Durchschlag? Eigentlich reicht komplett die Durchschlag. Ja. Zack, wir wollen ja hier viel Durchschlag haben. Also gönnen wir uns nochmal 100 Schuss. Perfekt. Und dann sind wir damit auch startklar. Ready to go für den nächsten Einsatz hier beim nächsten Mal. Also, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder auch mal wieder im Livestream auf Twitch. Immer um 19 Uhr. Bis dahin.